Ja, ich möchte in diesem Video über das Thema Geld reden, Geld verdienen, Online-Business, diese ganzen Sachen. Wer uns ein bisschen verfolgt, weiß ja, dass wir so seit 2 Jahren ungefähr am Start sind. Wir haben mit einer Webseite angefangen, haben dann irgendwann mal den YouTube-Kanal dazugenommen, der allerdings am Anfang so ein bisschen nur so vor sich hin geleppert hat. Und erst, ich weiß gar nicht, ich glaube letztes Jahr irgendwann mal habe ich angefangen, wirklich regelmäßig Sachen zu posten oder Videos hochzuladen. Wir haben dann mit Instagram weitergemacht und jetzt als letztes kam der Podcast dazu. Und zwischendrin waren eben die ganzen E-Books, die ich geschrieben habe oder richtige Bücher und die Coachings und all die Sachen, die wir so machen als Online-Business. Und ich möchte einfach kurz mal darüber reden, was es auch für mich so als Entwicklungsschritte ja, bedeutet hat. Weil ich am Anfang sehr kritisch war. Also ich fand aus Uninformiertheit das sehr seltsam, wenn Menschen zum Beispiel für Beratung Geld genommen haben. Also ich komme aus einem christlichen Bereich, wo es Seelsorge gibt und da hat man nie was dafür bezahlt. Und für mich war das dann immer so, okay, wieso bezahlt man so ein Coaching oder sowas? Und ich habe aber im Laufe der Zeit einfach so dazugelernt, ja, und die ganze Sache auch mal von einer anderen Perspektive dann angeschaut und konnte es dann ganz anders einordnen. Und ich möchte dich da einfach mal mitnehmen in meine persönliche Reise, damit du vielleicht auch besser verstehst, warum wir was machen, ja. Also als wir angefangen haben mit der Webseite, hatten wir unwahrscheinlich viel. Also wir hatten vom ersten Monat an über 10.000 Leute auf der Webseite, ja. Was unwahrscheinlich viel ist, glaube ich. Die meisten haben irgendwie 100 oder 200 Leute im ersten Monat drauf, würde ich mal sagen. Also es gibt wenige, die wirklich schon so knackig da reingehen. Und wir haben also gemerkt, dass dieses Thema, was wir als Wildnisfamilie transportieren, nämlich dieses nachhaltige Leben abseits der Norm, also in der Wildnis der Gesellschaft, uns eher bewegen, dass es etwas ist, was euch interessiert, ja, wo die ja, Familien einfach Inspiration suchen, ja, und auch mit uns gefunden haben. Und es fing dann an, dass Menschen mich angerufen haben, angeschrieben haben und ich angefangen habe, eben diese Leute zu beraten. Und das war am Anfang eben einmal in der Woche, dass jemand angerufen hat oder ich einmal in der Woche irgendeine Mail beantwortet habe und das dann aber stetig nach oben ging. Und es war dann so, dass ich so nach 3 Monaten im Prinzip ein Telefongespräch hatte mit einer Stunde, ne, aufgelegt habe und 10 Minuten später war der nächste in der Leitung. Natürlich wusste der zweite und der dritte irgendwann mal nicht, dass ich schon davor eben am Telefon saß. Und irgendwann mal war es aber so, dass meine Familie mir auch reflektiert hat: Hey Mama, du sitzt so viel vorm PC, weil du E-Mails beantwortest, ja, du bist so viel in Beratungsgesprächen. Und ich auch gemerkt habe, dass ich das, was ich normalerweise mache, um Geld zu verdienen, dass ich dafür keine Zeit mehr habe. Und in dem Moment musste ich oder wollte ich auch Verantwortung für mich und meine Familie übernehmen und sagen: Okay, ich habe dieses Wissen, ja, die Menschen kommen zu mir und brauchen eben diese Unterstützung und ich kann sie ihnen geben, aber ich schaffe das einfach nicht mehr ehrenamtlich. Und dazu muss ich sagen, dass ich ja den Waldkindergarten und die freie Schule gegründet habe und da habe ich jahrelang, ich weiß nicht, 20, 30 Stunden in der Woche gearbeitet, ehrenamtlich. Und ja, ich bin jemand, der das gerne macht, aber auch aufpassen muss, dass ich nicht mich selber auslauge oder ausgepresst werde. Nicht in dem Sinne, dass die Menschen mich auspressen, weil wie gesagt, es ist ja meine Verantwortung, ja, wenn 3 Leute am Tag anrufen, die wissen nichts voneinander, aber ich weiß es. Und das war so die Phase, wo ich dann gesagt habe, okay, ich muss das anders machen. Und dann habe ich angefangen, für die Beratung Geld zu nehmen. Einfach auch in dem Bewusstsein, dass es ja einen Wert hat, den ich gebe. Ja, es ist eine Wertigkeit, es ist etwas. Also wenn ich zum Bäcker einkaufen gehe, dann bekomme ich ja etwas dafür. Ja, das kann ich in die Hand nehmen, okay. Aber wenn ich jetzt zu einem anderen Berater gehe, ja, oder wenn ich eine Zeitung lese oder einen Film angucke im Kino, ich bezahle dafür. Das ist für mich ganz logisch, weil dieser Film hat Geld gekostet, um ihn herzustellen, damit ich ihn gucken kann. Und das ist mir eben bewusst geworden im Laufe der Zeit, wo ich auch eben hier den YouTube-Kanal hatte und angefangen habe eben, hey, ich möchte gescheite Videos machen. Ich brauche also eine gute Kamera, ich möchte nicht irgendwie so einen Senf euch geben. Also habe ich mir eine Kamera gekauft. Dann wollte ich dieses, jenes, ne, professioneller machen. Das hat Geld gekostet. Ja? Die Webseite kostet Geld, der Podcast und so weiter. Und
das war eben diese Phase, wo ich auf einmal gemerkt habe, okay, jemand anders, der schon weiter ist als ich und eben auch Geld für diese Sachen nimmt, den ich nicht verstanden habe, ja, in dem Moment, wo ich selber diesen Weg gehe, bin ich automatisch dahin gekommen, es zu verstehen, weil es nicht anders geht, ja. Also um ganz konkret zu sein, ich brauche, wenn ich zum Beispiel jetzt das Video hier mache, ich setze mich dann hin und drehe dieses Video, das ist das Erste. Davor bereite ich vielleicht den Platz vor. Ja, meine Familie ist irgendwo im Hintergrund, damit ihr es nicht so laut habt. Also ich habe eine Vorbereitung. Dann ist dieses Video gemacht. Dann schneide ich vielleicht alle diese Öms und Ös raus, ja, oder ja, mache eine Überschrift. Also ich schneide das Video, stelle das dann online. Dann muss ich so ein Thumbnail mir raussuchen und es vorbereiten, ja, und so weiter. Also das sind einfach Dinge, die dabei sind, um ein Video zu machen. Es ist eine Arbeitszeit von 1-2 Stunden, je nach Video. Und das ist dann einfach auch nur der YouTube-Kanal. Ja? Und das ist eben etwas, wo mir ganz stark am Herzen liegt. Ich möchte nicht rumjammern oder sowas, sondern also ich kriege immer wieder Feedback, auch bei unserer Webseite, ja, wenn Werbung drauf ist, dass viele Leute sich angezwiebelt fühlen. Und ich mir immer sage, Leute, ich weiß gar nicht, warum das ein Problem ist. Ja? Wenn ich auf einer Webseite bin und ich finde die cool, ich finde das toll, was derjenige mir da schreibt, was ich aufsaugen kann und was damit machen kann, und er hat Werbung auf seinem Blog, ja, dann klicke ich auf die Werbung und denke, hey, cool, ich gebe ihm was zurück dafür. Ja, weil, wie gesagt, einem Journalisten, der mir irgendwas schreibt und ich eine Zeitung kaufe, eine Zeitschrift, dem gebe ich auch Geld dafür, ja, damit er Zeit hat, mir das zu schreiben. Ist doch irgendwie logisch. Und deswegen... ja, auch mit dem YouTube-Kanal jetzt hier, wenn ich YouTube-Videos gucke, ich lasse die Werbung laufen, die am Anfang ist. Weil ich weiß, derjenige kriegt dann was dafür, weil ich krieg danach ja auch was. Da hat sich jemand Zeit genommen, ein Video zu machen, ja, und ich konsumiere das. Und warum kann ich dann nicht einfach den supporten? So denke ich, ja, und das ist eben, wo ich merke, auch viele von euch denken so. Und darum herzlichen Dank an alle, die das Video jetzt hier vor dem Video laufen lassen, die vielleicht auf die Werbung sogar draufklicken und uns als Wildnisfamilie damit ja den Rücken frei halten, damit wir das machen können, was wir machen. Weil ich stehe immer wieder an der Position zu überlegen, ist es nicht einfacher, irgendwo hinzugehen, zu arbeiten, ja, und mein Geld zu bekommen, ja, als nicht Tatsache hier hinzusetzen, all die Sachen zu machen und dann so viel Kritik auch teilweise zu bekommen dafür, dass wir also zumindest die Unkosten reinfahren wollen. Ja? Das ist so, wo ich oftmals Tatsache im Zwiespalt bin, vor allem am Anfang, in der Anfangszeit. Ja? Wenn du ganz viel Zeit investierst und Geld investierst, ja, eine Webseite kostet Geld, die Domain kostet Geld, der Server, der Podcast kostet Geld. Ja? Also ich gebe mehrere hundert Euro im Jahr aus, um diese Sachen überhaupt nur zu haben. Also da verdiene ich noch gar nichts dran. Ja? Und dann finde ich es legitim, wenn ich sage, hey, ja, ich möchte natürlich davon auch irgendwann mal leben können. Ja? Und das kann ich aber nur, wenn ich wirklich Leute habe, die bewusst sind und die wissen. Und deswegen möchte ich dieses Bewusstsein schaffen. Wenn du unseren Kanal hier anschaust und du findest es gut, was wir machen, dann ist einfach meine Bitte an dich, guck dir einfach die Werbung, also du musst sie nicht angucken, aber lass sie doch einfach mal laufen. Oder wenn du eben die Videos anschaust von uns, klick auf die Amazon-Links, die unten sind, wenn du etwas kaufst bei Amazon. Du zahlst da nicht mehr, es tut nicht weh, aber du gibst uns ein Stück weit wirklich die Möglichkeit, das weiterhin zu machen, was wir machen. Weil ich mache das total gerne, ja. Und ich mache es auch nicht in erster Linie, um Geld zu verdienen, ja. Also wie gesagt, es wäre viel einfacher für mich, arbeiten zu gehen und zu sagen, ey, da habe ich viel weniger hier, ne, sondern geh arbeiten, fertig. Ich mache das Tatsache, mir liegt am Herzen, dich zu inspirieren. Mir liegt am Herzen, zu zeigen, es gibt Familien, die anders leben, um anderen Mut zu machen, das in diese Richtung zu gehen. Nicht dasselbe zu machen, aber eben so einen Schubser zu geben. Und wenn du das gut findest, fände ich super, wenn du einfach diese Werbung laufen lässt, Amazon-Links klickst, uns bei Patreon unterstützt oder anderweitig irgendwie spendest über PayPal. Ja, ich glaube, jetzt drehe ich mich auch langsam im Kreis, weil ich auch im Kopf jetzt habe, okay, was kommt jetzt wieder von der Rückmeldung, ja? Wer fühlt sich da jetzt wieder irgendwie ans Bein gepinkelt oder sowas? Und ich aber auch gleichzeitig denke, ah, da sind jetzt ganz viele, die das verstehen, ja, und die das sehen und auch reagieren. Ja, und ich
Mich würde es sehr stark interessieren, jetzt nach diesem Video, ob sich etwas verändert. Ja, weil mein Traum ist Tatsache, dass dieser YouTube-Kanal uns als Familie hilft, finanziell noch unabhängiger zu sein, als wir sind. Und wenn dir das alles nicht zusagt, du hast auch die Möglichkeit, eben bei uns Tatsache ganz banal Dinge zu kaufen, die wir handwerklich herstellen. Also mein Anliegen ist es ja immer auch, konkrete Sachen zu machen. Also nicht nur dieses virtuelle, ja, also meine E-Books, die ich ja alle habe, sondern oder diese Beratung, das ist ja alles virtuell, sondern eben auch ganz handfeste Sachen, ja, die du anfassen kannst. Ich sitze ja hier gerade in meiner Werkstatt, also ja, zwischen Feile und Schleifpapier und solchen Sachen. Das ist ja meine zweite Leidenschaft, die ich habe, Handwerk. Also du kannst uns in so vielen Bereichen unterstützen und wenn es eben ist, dass du kommentierst oder dass du unsere Videos likest, dass du uns abonnierst, damit hilfst du uns einfach Tatsache, ja, das alles am Laufen zu halten und etwas verändern zu können, weil darum geht es uns. Und deswegen, bevor ich jetzt nochmal eine Schleife fliege, ja, möchte ich mich wirklich ganz herzlich bedanken bei dir, der du mein Anliegen verstehst und der du auch einfach merkst, dass ich versuche, authentisch zu sein. Und nicht irgendwie, also ich habe keinen Bock, irgendwie Effekthascherei zu betreiben. Ich habe ja am Anfang vom Video gesagt, dass mir Leute gesagt haben, Newcomer haben keine Chance, ja. Es sei denn, du machst wirklich was ganz Schräges und was Herausstechendes und so weiter. Und das ist, bin nicht ich, das sind nicht wir und das wollen wir auch gar nicht sein. Und deswegen wünsche ich mir, dass einfach, dass wir zeigen können, ja, also mit wir meine ich du, ihr, die uns zuguckt und wir als Wildnisfamilie, dass wir zeigen, hey, es geht auch anders. Der Kanäle, die eben nicht die Kinder zeigen oder Kanäle, die eben nicht irgendwie, was auch immer, ja, Busen und, ne, die können trotzdem einen Einfluss haben auf die Gesellschaft. Und deswegen, ja, meine Bitte einfach an dich, unterstütze uns da, dass wir einen Unterschied machen, dass wir Tatsache in dieser Gesellschaft, in dieser YouTube-Landschaft einen Impuls setzen. Und dazu brauche ich dich. In diesem Sinne, danke, die Line.